Wie ich zum Golfspielen kam, ist eigentlich eine ziemlich lustige Geschichte. Mein Opa hat Handicap 8 und er hat mich vor 12 Jahren auf den Golfplatz mitgenommen und ich habe angefangen mit so Plastikschlägern zu spielen und habe ziemlich schnell Freude an dem Spiel gefunden. Und auf jeden Fall ein tolles Erlebnis war, als ich mit 10 Jahren zum ersten Mal meinen Opa geschlagen habe. Und gleichzeitig habe ich auch noch eine sehr golfengagierte Familie. Mein großer Bruder spielt in der zweiten Herrenmannschaft hier im Golfclub St. Clair in Roth und zweite Bundesliga. Meine Schwester ist 3 Jahre jünger als ich und ist jetzt schon Nationalspielerin und hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial, auch mal besser zu werden als ich. Und meine Eltern spielen auch beide Golf, auch ziemlich gut. Meine Mutter auch in einer Mannschaft hier in St. Clair. Und deswegen werden die Wochenendpartien mit der Familie auch immer sehr lustig. Der Golf ist einfach für mich eine Leidenschaft. Ich spiele Golf jetzt mein 12. Jahr dieses Jahr. Und es macht einfach Spaß, jeden Tag trainieren zu gehen und immer den Wettkampf hier im Golfclub zu haben. Golf ist für mich auf jeden Fall Leistungssport. Mit dem ganzen Aufwand, mit Fitnesstraining, Mannschaftstraining, Einzeltraining und Mentaltraining hier im Golfclub investiere ich einfach so viel Zeit für diesen Sport, was mir auch Spaß macht. Und den ganzen Wettkampf, den ganzen Tag mit meinen Clubkameraden, mit meinen Mannschaftskameraden, ist auf jeden Fall Leistungssport. Mit meinem Sieg vor einigen Wochen bei den French Boys auf jeden Fall schätze ich meine Chancen weiterhin sehr gut ein. Ich fühle mich gut beim Golf, ich bin top in Form und auf jeden Fall glaube ich, dass ich in den nächsten Jahren noch viele Turniere gewinnen kann. Ich bin mir auf jeden Fall bewusst, dass ich ohne den Golfclub St. Clair in Roth jetzt nicht da wäre, wo ich jetzt bin. Ich habe alle einzelnen Mannschaften durchlebt und das ganze Förderkonzept von vorne bis hinten auch durchlebt. Ich bin dem Golfclub sehr dankbar dafür und hoffe, dass ich noch weiter hier spielen darf. Ich habe den Ryder Cup 2008 in Valhalla live miterlebt. Ich habe die Woche vorher den Junior Ryder Cup für Europa gespielt. Und es ist einfach ein unglaubliches Gefühl und eine große Ehre, für den Kontinent antreten zu dürfen und mit den besten Spielern aus Europa gegen die besten Spieler aus Amerika zu spielen. Ich würde sagen, es ist einfach der Wettkampf und der Wille, den ich immer habe, mich weiterzuentwickeln. Beim Golf, man kann nie perfekt Golf spielen, es gibt immer noch einen Teil des Spiels, wo man noch verbessern kann. Also ich investiere auf jeden Fall eine Menge Zeit in Golf. Ich würde sagen, ich trainiere so im Schnitt 4 Stunden am Tag und das lässt sich ja dann einfach hochrechnen. Und am Wochenende natürlich den ganzen Tag und in den Ferien eigentlich auch von morgens um 10 bis abends, bis es dunkel wird. Meine Ziele für die 3 nächsten Jahre sind, weiter in der europäischen Spitze zu spielen, mich dieses Jahr noch für die Weltmeisterschaft, die Eisenhower Trophy, zu qualifizieren und noch viele internationale Turniere zu gewinnen und auch mit dem Golfclub deutscher Meister wieder zu werden und den Europapokal zu gewinnen. Es gibt viele schöne Erlebnisse, aber mein schönstes Erlebnis bisher war auf jeden Fall der Junior Ryder Cup 2008. Ich habe mich im Juli dafür qualifiziert mit einem 3. Platz bei den European Masters in Paris. Und dann sind wir im September nach Valhalla geflogen und haben in der Nähe von Valhalla den Junior Ryder Cup gespielt. Und zwar einfach unglaublich, dort zu spielen, mit unglaublich vielen Zuschauern, einem tollen Captain und einem tollen Team dort zu spielen. Mein größter emotionaler Erfolg dieses Jahr oder insgesamt in meinem Leben war sicherlich der Sieg der French Boys dieses Jahr. Ich habe immer ein Problem damit gehabt, gut in die Saison zu starten und habe dieses Jahr im Winter viel mit Herbert Forster, unserem Mentalcoach, gearbeitet, um gut in die Saison zu starten und es mir dieses Jahr mit dem Sieg gelungen.